Dache sagt aus Kiel. Ja, moin, die Landratten. Herzlich willkommen, liebe Störche in der Bulli. Und schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ihr wisst ja, wenn die Unioner kommen, ist es schlimmer als Fähren-Skandinavier oder Boomer-Kreuzfahrer. Kiel ist übrigens ein unterer Längsbalken entlang der Mittellinie eines Schiffes, auch flossenähnlicher Aufbau an der Unterseite von Wasserfahrzeugen. Das beschreibt die Stadt Kiel eigentlich ganz gut und mehr gibt's auch nicht zu sagen. Macht's gut, Unioner! Seit dem 13. Jahrhundert nennt sich das hier Stadt und irgendwie war das gefühlt immer halb Dänemark, halb Deutschland. Ist mir aber egal, weil alles, was nördlich von Neuruppin ist, ist sowieso Südschweden. Wie der Name Kiel schon verrät, gibt's hier keine Berge, weil Kiel liegt nämlich an der Ostsee. Ja, Ostsee sind eben nicht nur Hansa-Sticker und FKK mit Omi auf Rügen, sondern auch komplett zerbombte Innenstädte wie eben in Kiel. Deswegen kommt die Kieler Altstadt auch nicht auf die 1. Kiel ist schon lange ein ganz wichtiger Marinestützpunkt, deswegen auch die Bomben. Also kannst du dir im Schiff Fahrtsmuseum Boote ankicken gehen oder ihr ist einfach am Hafen zur Gorsch Fock. Da hat jeder von uns ca. 3 Euro hingesteckt, damit die auch wieder nach was aussieht, wa? Deswegen kann die auch jeder mal selber fahren, musst du einfach nur hingehen und dich anmelden. Richtige Highlights hast du natürlich trotzdem. Kieler Sprotten zum Beispiel. Für alle, die keinen Fisch essen, das ist Fisch, könnt ihr also nicht essen. Ansonsten gibt es im Sommer noch die Kieler Woche, das ist wie das Oktoberfest oder der Köpenicker Sommer, nur eben mit Segelschuhen. Neben der ganzen Boote und Dänemark-Deutschland-Geschichte hat hier auch noch die Novemberrevolution 1918 angefangen. Kriegsende, Weimarer Republik und so, wisst ihr Bescheid. Viele Strände hast du hier natürlich auch. Ist ja klassische Badezeit aktuell, Wassertemperatur um die 10 Grad, Badehose nicht vergessen. Sportlich ist Kiel natürlich für eine Mannschaft bekannt, richtig, den KTTK Grün-Weiß von 1925. 138 Mal Landesmeister, 50 Mal Norddeutscher Meister und 27 Mal Deutscher Meister. Dazu der älteste Tischtennisverein Deutschlands. Ansonsten wird hier noch ein bisschen Handball gespielt und seit diesem Jahr das erste Mal in der Bulli auch Fußball. Deswegen fahren wir übrigens hin. Die werden nächstes Jahr 125 Jahre alt. Also ein bisschen Respekt vom Alter, wa? Seit 1912 spielen sie hier Fußball. Das Holsteinstadion. Die Alten kennen das vielleicht noch. Hat eine einzigartige Besonderheit. Es pisst eigentlich immer, wenn wir da sind. Also Regenponcho einpacken. 15.000 Leute gehen hier hin. Mein Tipp ist ganz sicher nicht Miracle Whip, sondern ein ganz dreckiges 1:0 für uns, so wie es sich Tim Walter immer gewünscht hat. Das sind die, die nicht Fußball spielen können. Ansonsten alle dann mal ganz lieb dem Stevie winken, da freut er sich, auswärts bei einem Aufsteiger. Ich glaube, da ist allen klar, worum es geht. Liebe Grüße noch an den CFB für die ganzen Tipps und jetzt viel Spaß in Kiel.